Ich bin der Markus und heute geht's um den kleinen. Ich habe mir heute jetzt einen Wolli gebaut. Und zwar ist dies ein Wolli. Klon von der Firma Levan Blocks mit der Nummer 8886. Er wurde ausgeschildert mit 836 Teilen, aber er wird so auch bei 670, 680 Teilen liegen. Die Anleitung und das Nähere auf das Modell gehe ich gleich ein. Warum habe ich den? Er hat mir gefallen, ich wollte ihn bauen. Bei Amazon kostet mich der Wolli von Lego mit der Nummer 21303 jetzt im Moment zarte 287,99 Euro. Ich blende das gleich mal an. Geht gar nicht. Ein deutscher Händler, wohlgemerkt, deutscher Händler aus Köln, bietet einen Nachbau an für 40,45 Euro. Und ja, ich habe jetzt den hier. Neupreis von diesem Modell war, oder der Listenpreis von dem Modell war mal 49,99 aus dem Jahre 2015. Der aktuelle Preis ist, wollen wir nicht drüber reden, ja. Ich sag mal, das Modell, so wie es hier steht, war keine 20 Euro. Okay, ich sag mal, 49,95 oder 49,99 wäre es auch wert gewesen, aber so ist es. So, jetzt zur Anleitung. Wir haben eine klammergebundene Anleitung. Die sieht von vorne so aus. Das ist die Rückseite. Wir sehen hier unten die Nummer 8886, 12 Jahre plus. Ich denke mir, kleiner wäre auch möglich. Innen drin haben wir die Bauanleitung mit auf insgesamt 26 Seiten und 178 Bauschritten. Die Bauanleitung ist komplett in Vollfarbe. Und man guckt halt, also man sieht die Teile, die dran gebaut werden müssen. Und dann guckt man halt, wo die hinkommen. Also so ein kleines Suchspiel, finde ich beim besten Willen nicht verkehrt. Mit Anlegeleisten, die auch stimmen. Übrig geblieben ist das bei mir. Ja. So, und ich bin mit dem Gebauten wirklich sehr zufrieden. So. Das ist mein Wolli mit Blümchen in der Hand. Zum ersten. So sieht er aus. Ja. Das da vorne drauf sind Prints. Ja, keine Sticker, das sind alles Prints. Hier oben schirmt der Kühlschabe oder Kakerlake. So sieht es innen drin aus. Ups. Das ist ein Schwachpunkt. So von hinten. Das könnte man hier aufklappen, dann kann man diese Düsen runter machen für den Antrieb.
Hier an der Seite, ja, das ist beabsichtigt, hier der Antrieb. Jo. Fahren tut das Ganze auch. Nur ein bisschen drücken. Dann lacht ihr. Aber es funktioniert. So. Hier die Arme. Kann man nach vorne und hinten verschieben. Hier drehen, wie man möchte. Auf und zu machen, wie man möchte. Anlegen, wie man möchte. Selbe gilt natürlich auch hier. Ja. Schön mit der Blume, die er gefunden hat. Pflanze. Die Augen, die man halt kippen und drehen kann. Jetzt haben wir hier verschiedene Gelenke dran. Das war damals schon mal ein Problem, wo das Modell rausgekommen ist. Es ist jetzt etwas besser. Wenn ich den jetzt ganz ausstrecke, also den hoch und den, dann fällt er nach vorne. Das ist zu schwer. Ja, das schafft kein Gelenk. Deswegen habe ich den hier leicht eingeknickt, dann würde er stehen bleiben. Und kannst du das so machen. An meinem Modell ist es so, dass der Ball hier oben so schön stramm ist, dass er den Kopf trägt. Ja. Nur das untere Gelenk hat ein bisschen schwammig ist. Ja. Zum Bauen. Es war schön, es war wirklich angenehm. Die Steine, eine hervorragende Qualität, mindestens Lego Niveau, eher drüber, würde ich also aus heutiger Sicht sehen. Farbabweichungen sind nicht vorhanden. Ja. Alles eine Farbe. Alle so leicht glänzend. Auch hier oben. Ja. Da ist nichts, was mal irgendwie in der anderen Farbe schimmert. Wirklich sehr, sehr gut. Klimmkraft. Sehr gut. Gelenke ist auch das hier unten vom Gewicht her. Naja, ein bisschen schwammig. Ketten. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, welcher Hersteller es ist. Hier sind verschiedene Nummern drauf. Naja. Angusspunkte, ganz kleine, feine. Wirklich toll. Das Bauen hat mir Spaß gemacht. Das Modell an sich gefällt mir sehr gut. Jo. Und ich denke mir, ist ein super schöner Eyecatcher. Das messe ich das gute Stück mal aus. Ich messe jetzt einfach mal die Räder. Weil, wenn ich jetzt wollte, könnte ich die Arme ganz anlegen. Ich würde es ja ein bisschen so machen. Also, ich messe beide. Weil so angelegt, das sieht doch nicht aus. So. Die Ketten hätten eine Breite von 15,8 cm. In der Position, wo ich ihn jetzt hier gerade habe, wo ich sage, das sieht ganz gut aus, komme ich auf eine Breite von rund 24,5 cm. Eine Tiefe mit Arme von rund 16 cm und eine aktuelle Höhe von rund 19 cm, wobei ich dann sagen wir mal auf gut 20 cm kommen könnte. Ein bisschen schlecht bei den Maßen zu nehmen. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt gerade hinten auch ein bisschen am Umbauen.
teste auch gerade ein anderes Kamerasystem. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen mit meinem Mikrofonsystem, weil mir das schon mal immer wieder abkackt. Aber ich hoffe, es wird besser. Also mir hat dieses Bauen sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir gefallen. Und ich sag mal, 50 Euro ja, darüber auch keinen Fall. Und heutzutage, tja, ist die Qualität der Scheibe so hervorragend. Bin voll und ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das war mein Fazit zum Wally. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bestelle euch wie immer einen lieben Gruß aus dem Robot. Bitte bleibt gesund und passt auf euch auf. Ich bin euer Markus. Glück auf!